Hallo Leute, herzlich willkommen bei Trackpoint. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht hier weiter mit der Star Trek offiziellen Raumschiffsammlung. Und zwar mit der vierten Sonderausgabe und der letzten Ausgabe hintereinander. Bevor es zur regulären Ausgabe rübergeht, mit dem dicksten Brummer habe ich euch zum Schluss aufbewahrt und worauf ich mich am meisten freue. Das ist unser Tiger Core Orbitalraumstation der Klingonen, dass wir in der fünften Staffel von Star Trek Deep Space Nine in der ersten Episode mit dem Namen Die Apokalypse droht, so heißt die Folge, sehen konnten. Ist eine richtig große Verpackung, die wir hier haben. Richtig cool gemacht. Richtig solide. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es ist schon mal vielversprechend. Ich hoffe nur, dass der Inhalt hier nicht kaputt ist. Das ist meine größte Sorge. Ich habe es noch nicht entfernt, wie ihr sehen könnt. Na, es wird ein bisschen fummelig. Ich mache mal kurz hinter der Kamera, sonst dauert es zu lange. So, nach einiger Fummelei hier hat wirklich ein, zwei Minuten gedauert. Ich wollte nämlich unseren Karton hier nicht beschädigen. Mache ich das mal auf und uns erwartet eine coole Zeitschrift. Special Issue, also Special Ausgabe. Also ich muss sagen, es ist wirklich nicht leicht hinter der Kamera aufzunehmen. Ich musste sogar hier ein bisschen dahinter umbauen, was mir das Drehen nochmal zusätzlich ein bisschen erschwert. Aber hey, ich freue mich auf diese Ausgabe. Ich meine, wo habt ihr die Möglichkeit, die Tiger Core Raumstationen überhaupt in einer Sammlung zu sehen? Nun grundsätzlich aber, was ist Tiger Core? Tiger Core ist eigentlich ein Planetoid tief im klingonischen Territorium. Dort gibt es eine große Halle, das für die Klingonen, ja, ich sag mal, fast heilig ist. Das ist die Halle der Krieger. Gelegentlich treffen sich dort die Klingonen und belobigen und zeichnen tapfere Klingonen aus. Sie werden in die Bruderschaft des Schwertes aufgenommen. Eine Spezialeinheit, die auch gleichzeitig Leibwächter des klingonischen Kanzlers ist. Und die Bruderschaft des Schwertes, auch auf Klingonisch Yan Islet genannt, hat mehr oder weniger ihr Hauptquartier dort. Und zur fünften Staffel von Star Trek Deep Space Nine im Jahr 2373 sind ja die Beziehungen nicht so toll zwischen der Föderation und der Klingonen. Die Klingonen haben sogar mit ein bisschen Spielerei der Gründer Deep Space Nine angegriffen und die Beziehungen haben sich verschlechtert. Aufgrund der Sicherheitslage hat der Kanzler Gavron, der damals ja die Führung über das klingonische Imperium hat, das Hauptquartier von Kronos, Heimatplanet der Klingonen, nach Tiger Core verlegt. Dieser Planetoid ist wirklich sehr stark befestigt. Wir haben über 30 bis 50 Schiffe, die ständig patrouillieren, ärger aber auch im Umlaufbahn sehen wir spektakuläre Raumstation, die alle bis an die Zähne bewaffnet ist. Und das ist eigentlich nur einer von vielen Komplexen, die ihr sehen könnt. Aber gut, schauen wir mal. Das Heft ist auf Englisch, leider. Was haben wir hier? Tiger Core Orbital Station Special Issue. Das ist klar. Orbital Station, also orbitale Station in use, also in Gebrauch, 24. Jahrhundert, 24th Century. Location, also Lokation, Tiger Core. Ja, es gehört zum klingonischen Imperium. Und hier haben wir das gleiche nochmal. Mit Location, Tiger Core Planetoid, Orbitalplattform, Quadrant Beta. Die Klingonen sind ja größtenteils in Beta-Quadranten unterwegs. Es ist aktiv seit 24. Jahrhundert. Aber die Bruderschaft des Schwertes gibt es schon seit mehreren Jahrhunderten. Denn Duras wurde in Star Trek Enterprise auch nach Tiger Core mehr oder weniger strafversetzt. Nachdem er im klingonischen Imperium ein bisschen in Ungnade gefallen ist. Und kleiner Randfakt dazu ist, und wir sahen ja diesen großen Halle der Krieger, des Bruderschaft des Schwertes. Und unsere Helden infiltrieren ja Tiger Core, denn der Odo meinte, dass der klingonische Kanzler Gavron ein Wechselbalg sei. Später stellt sich heraus, dass es nicht der Fall ist, sondern jemand anders. Ihr wisst schon, wen ich meine. Und dementsprechend, ich mag auch die Episode, die Apokalypse droht, eine meiner Lieblingsepisoden von Star Trek Deep Space Nine, wo wir tatsächlich O'Brien, Odo, Sisko auch als Klingonen sehen. Coole Sache. Und sie versuchen eben, Tiger Core zu infiltrieren und dementsprechend den Klingonen mehr oder weniger Beweis zu machen,
dass ein Wechselbike sie gegen die Föderation hetzt. Auf jeden Fall eine epische Episode, macht mir wirklich sehr viel Spaß. Und hier sehen wir natürlich einen Shot. Tiger Core Orbitalstation. Sieht auf jeden Fall cool aus und auch CGI, ich finde, ist gut gelungen, finde ich. Ich bin mal gespannt, wie das Modell hier rüberbringt. A network of orbital stations helped to protect the Klingon planetoid of Tiger Core in the 2370s. Ja, ein Netzwerk aus Orbitalstationen hilft dementsprechend, den Planetoid zu beschützen. Da sind, wie gesagt, mindestens 30 Schiffe immer im Orbit unterwegs. Ergo aber auch, wir haben hier ein Tachyon-Detektionsnetz. Das heißt, sie strahlen auch ein Netz aus, das auch getarnte Schiffe relativ schnell erfasst und Alarm schlägt. Ja, und ich finde es wirklich episch. Auch hier, wo Worf der Besatzung beibringt, Klingone zu sein. Da erfahren wir sogar viele Untersachen von Klingonen, die wir so bewusst nicht wahrnehmen. Zum Beispiel, man soll einen Klingon niemals mit dem Handrücken schlagen. Das ist dann eine Art Herausforderung, bis in den Tod zu kämpfen. Das sind so kleinere Details, die im Laufe der Zeit Star Trek immer mehr Tiefe gegeben haben. Ne? Und auch hier, wie gesagt, unsere Helden. Hier der gute O'Brien. Und Odo ist schon cool, auch Sisko. Er stellt wirklich einen guten Klingonen dar. Und hier sehen wir auch im umlaufbaren Schiffe der Watcher-Klasse, der Bird of Prey-Typs. Und weiterhin auf dem Planetoiden, wie eben gesagt, die Großhalle sich befindet. Wir haben hier auch verschiedene Statuen von klingonischen Helden. Von Kallus zum Beispiel. Und, jetzt haltet euch fest, sogar von General Chang. Aus Star Trek 6, der zufällig, wie viele von euch wissen, die schon länger dabei sind, mein Lieblings-Klingone ist. Jetzt könnte man fragen, warum? Er war doch ein Verräter. Er hat den klingonischen Kanzler ermordet. Ja, und das wissen auch die Klingonen. Aber die Klingonen wissen trotzdem im Geiste, das zu schätzen. Er wollte die klingonische Lebensart weiterhin erhalten als Krieger. Und das wissen eben viele Klingonen zu schätzen. Deswegen bekommt er posthum auch Anerkennung dafür. Föderation stellt die Antithese unserer Werte dar. Nach klingonischen Werten muss der Starke herrschen. Die Föderation schützt und fördert die Schwachen. Für uns ist Ehre das Prinzip, nach dem wir leben und sterben. Für Sie ist es eine verschwommene Idee, auf die Sie keine Taten folgen lassen. Sie hat die Kultur jeder Gesellschaft, mit der sie lebt, erfolgreich untergraben. Wenn wir uns ihrem Einfluss aussetzen, würde sie uns korrumpieren, wie sie es mit allen anderen getan hat. Ich frage euch nun, welche drei Dinge machen die Föderation zu einem mächtigen Gegner? Die Antwort liegt in ihrem politischen Geschick. Sie hat erfolgreich zahllose Welten verschiedener Völker geeint, ihre Ressourcen geplündert, ihre Technologien assimiliert und ihren Reichtum an sich gerissen. Dies ist ihre Stärke und auch ihre größte Schwäche. Ihre Größe ist schwer zu verteidigen. Ihre Ressourcen sind in Raum und Zeit verstreut und ihr politisches System umständlich. Diese Völker wurden nicht durch natürliche Eroberung Teil der Föderation, sondern durch Diplomatie. Schon coole Sache. Aber hier geht es ja in dieser Ausgabe speziell um die Station. Und auch hier, Leute, das sieht richtig cool aus. Das sieht richtig cool aus, Leute. Hier das Modell sogar. Tiger Core. Sehen wir Teil von Utopia Planitia. Auch cool. Und das haben sie damals alles ohne klassische Effekte gemacht. Mit Modellen. Face of the Enemy. Das Gesicht des Feindes. Von Romulaner zu Klingonen, von Borg zu Cardassianen. Sie haben hier wirklich vieles eingeführt. Coole Sache und unsere Helden verwandeln sich auch manchmal in die Außerirdischen. Und auch die Episode ist natürlich episch, wo Kirk sich in einen Romulaner verwandelt und das Schiff infiltriert. Ich mag die Episode sehr. Und auch hier mit den Mintakanern auch wieder mal eine tolle Episode. Man hat ja öfters mal Außerirdische, die mit den
der Menschheit klassisch im Sinne nichts zu tun haben. Die sehen aber menschlich aus. Man hat sich gesagt, okay, es kann ja nicht nur immer menschliche aussehende Außerirdische geben, wenn die schon humanoid sind. Warum machen wir nicht ein Volk, das, sage ich mal, in dem Sinne nicht wirklich mit den Vulkaniern was zu tun hat, aber trotzdem die Optik hat? Ergibt also schon hier ein bisschen mehr Sinn. Auch hier wirklich der arme Patrick Stewart, der musste viel über sich ergehen lassen, um sich so zu verwandeln in Locutus. Auch hier finde ich cool. Ich mochte auch die Episode, wo Diana entführt wurde in der 6. Staffel von Star Trek TNG. Ich mag auch generell die Bekleidung der Romulaner der damaligen Zeit. Später ändern sie natürlich auch ein bisschen ihr Design. Es wird jetzt abgelassen von diesem Schulterpolster. Aber ist ja normal, auch die Föderation ändert ja öfters mal ihre Uniform. Gefühlt alle 5 Jahre, 6 Jahre. Und die Romulaner benutzen das ja ziemlich lange. Auch hier Nana Visitor, Keira Neris, Darstellerin. Auch wirklich eine sehr tolle Episode. Generell muss ich sagen, die Episoden, wo unsere Helden ihre Optik wechseln, gefallen mir an sich sehr gut. Meistens stimmt auch die Story. Und hier natürlich also available, also auch verfügbar. Und Leute, wisst ihr, was das Witzigste ist? Ich habe hier alles euch schon präsentiert, soweit ich weiß. Könnt ihr in der Playlist euch gerne anschauen. Zum Abschied gibt es hier nochmal ein CGI. Und jetzt freue ich mich auf das Auspacken des Modells. So, Leute, jetzt kommt es drauf an. Ich will das jetzt entfernen und ich habe Angst, dass es kaputt ist. Und gemäß der Tradition, wie bei der Battlestar Galactica offiziellen Raumschiffsammlung, die ich euch präsentiere, sage ich mal, bitte sei nicht kaputt, bitte sei nicht kaputt, bitte sei nicht kaputt. Okay. Bis jetzt lässt sich nicht viel sagen. Wir haben hier Tiger Core Orbital Station Base. Ein sehr interessanter Stand, das ganz klassisch installiert wird, meistens entweder Mitte oder an den Seiten. Hier in dem Fall die Mitte. Ich bin mal neugierig, wie das jetzt gleich enden wird. So, jetzt kommt das Weitere. Bitte geh nicht kaputt. Bitte geh nicht kaputt. Bitte geh nicht kaputt. Wow. Okay, Leute, kleiner Tipp. Wenn ihr es auspackt, haltet lieber vom Hauptgerüst her, denn die machen sehr fragilen Eindruck. Knarzt. Also nicht so toll. Ich packe das mal kurz weg. Zips. Jawohl. Alles gut. Und das muss so aussehen, Leute. Puh. Ja, Leute. Glück gehabt, wie beim Space Dock der Erde ist es ein bisschen ätzend, diese Antennen. Die sind aber noch alle heile dran. Auch hier oben alles heile. Aber hier, diese Streben, die sind so empfindlich. Bitte Leute, nicht hier, wenn möglich, anpacken. Wirklich vom Hauptgerüst. Mein Tipp an euch. Aber gut, jetzt, wo die Sicherheitshinweise von mir durchgegeben wurden, was haben wir hier so Schönes? Wir haben ein sehr großes Modell für eine Special-Ausgabe, nicht anders zu erwarten. Das ist schon mal ziemlich gut von der Größe her. Es ist allerdings komplett aus Plastik. Wirklich gar kein Metall. Alles Plastik. Das ist ein bisschen enttäuschend. Selbst hier das Hauptgerüst, Hauptkörper, ist leider Plastik. Das ist schon mal ein kleiner Malus. Wir haben hier ein bisschen raue Elemente wie bei den Klingonen typisch. Aber ja, es sieht cool aus. Diese Streben. Hier können Shuttles reinfliegen. Und das sieht doch cool aus, Leute. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Klingonische Abzeichen. Ehre, Treue und Pflicht. Die drei Blätter der Tugend. Seit eurer Kindheit kennt ihr das Symbol unseres Imperiums. Das Herz der Tugend stammt von einer alten Waffe des unvergesslichen Kales.
Kales wählte diese Waffe, weil die drei Klingen die Tugenden darstellen, die jeden wahren Krieger auszeichnen. Ehre, Treue und Pflicht. Jede Tugend in perfekter Ausgewogenheit. Pflicht ist die erste dieser Tugenden. Sie ist der Ausgangs- und Endpunkt für den Weg des Kriegers. Ohne die Pflicht wird der Krieger zum Sklaven eitlen Ruhms und skrupelloser Selbstsucht. Ein wahrer Krieger könnte diese Fehler nie akzeptieren, weder bei seinen Kameraden noch bei sich selbst. Ehre ist das absolute und selbstlose Befolgen aller Tugenden. Wahrheit, Mut, Aufrichtigkeit. Sie bedeuten Ehre, und doch ist sie mehr. Sie ist das Feuer, das den Unterschied zwischen einem bewaffneten Wilden und einem wahren Krieger erleuchtet. Kein wahrer Krieger toleriert die ungerechte Schande eines anderen, noch neidet er ihm die Früchte eines wohlverdienten Sieges. Denkt daran! Und ihr seid nahezu perfekt in der Beherrschung des Herzens der Tugend. Aus diesem Grund steht die letzte Klinge des Herzens der Tugend für Treue, da uns allen der gleiche Weg bevorsteht. Ja, auf jeden Fall. Hauptgerüst geht hier weiter. Wenn wir das kurz drehen. Wir wollen wirklich jede Zentimeter dieser Raumstation begutachten. Interessante Streben. Hier an den Seiten. Aber, ja. Auch wie in der Rückseite haben wir hier nochmal klingonische Abzeichen. Aber diese fragilen Elemente, oh, da müsst ihr vorsichtig sein, erinnert mich sogar ein bisschen an die Klingonenschiffe des 22. Jahrhunderts, auch Star Trek Enterprise. Die haben ja auch Verstärkungsstreben. Ich kann natürlich allerdings nicht sagen, ob jetzt die Raumstation so alt ist und nur seeintern modernisiert wurde im Laufe der Jahrhunderte oder ob es eine relativ neue Raumstation ist oder beziehungsweise Raumstation, da sind ja einige von denen postiert. Das ist ja nur einer von denen. Auf jeden Fall, was ich euch sagen kann, ist, begrenzte Infos haben wir natürlich über diese Sache, dass sie auf jeden Fall sehr gut gepanzert sind und sehr gute Schilde haben. Und die sind sogar sehr stark bewaffnet. Aber ich kann euch jetzt nicht sagen, wie viele Torpedos, wie viele Disruptor-Kanonen hier installiert sind. Auf jeden Fall, wenn wir eine Ebene weiter hochgehen, haben wir dann zwei bzw. drei Elemente, die dann direkt hier im oberen Bereich angedockt sind. Auch wieder mal mit klingonischen Zeichen. Ich denke mal, hier wird so eine Art Zentrale sein. Hier im oberen Bereich. Die sind in der gleichen Ebene, alle drei. Die auch wieder mal verstärkt wurden. Das ist ein bisschen kleiner Malus. Weil das Modell ist groß genug, man hätte hier so eine Art Tor zeichnen können. Hat man hier nicht gemacht. Aber wir haben hier Paintjob, wir haben hier ein gewisses Muster. Ist aber kein klassisches Weathering in dem Sinne. Auch hier. Ah, Leute, ich freue mich drauf als Sammler. Ich meine, ihr könnt das wirklich aus nächster Nähe begutachten. Und ich tue mich wirklich schwer, das aufzunehmen. Und alles euch zu zeigen. Es ist auf jeden Fall interessantes Design, was man nicht jeden Tag sieht. Und Leute, jedes Mal, wenn ich aus Versehen hier dran komme, macht es Knarz- und Quietschgeräusche. Naja, Quietschgeräusche nicht, aber Knarzgeräusche. Und das ist schon mal nicht so toll. Also, wie gesagt, immer hier vorne bitte anpacken. Und wenn ihr es abstellt, niemals so abstellen, sonst sind die Antennen euch futsch. Und auch oben, bitte seid sehr vorsichtig. Das ist Fluch und Segen zugleich. So etwas. Auf jeden Fall, wie gesagt, alle drei Anbauten haben nochmal Abzeichen der Klingonischen. Des Klingonischen Imperiums. Und ja, auf jeden Fall. Es ist schon cool auf ihre Art und Weise. Auch von unten. Ist es jetzt eine Schönheit? Nein,
Definitiv nicht. Es ist kein schönes Modell, von optischen her. Aber es ist interessant. Und Hauptquartier der Klingonen, Tal'Kor, ein wichtiger Planet, sage ich mal, im klingonischen Imperium, ne, mit der Heimatwelt der Klingonen, Kwanos oder Kronos auch genannt, beziehungsweise auch Boreth, wichtiger religiöser Planet. Und da reiht sich natürlich Tal'Kor mit den Orbitalstationen auf jeden Fall mit an. Also gut, probieren wir es aus. Hoffentlich passiert da nichts. Und zack, sitzt. Wackelt das? Oh ja, es wackelt. Und es ist nicht so toll. Nein, 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 nein. Na, na. So, ich musste wieder hinter der Kamera ein bisschen umbauen. Es ist wirklich sehr unpraktisch, das aufzunehmen, weil das Teil so riesig ist. Als Fazit kann ich hier sagen, ich habe hier wirklich tatsächlich gemischte Gefühle. Nun, grundsätzlich positiv ist, wir haben hier eine Zeitschrift, das relativ informativ ist, bin ich an sich zufrieden. Alles gut, das ist schon mal top. Grundsätzlich, dass das Modell überhaupt jetzt hier verfügbar ist, ist top. Weil, soweit ich weiß, gibt es keine andere Möglichkeit, so ein Modell sich nach Hause zu holen. Und das ist auf jeden Fall super, Leute. Das ist tatsächlich super. Nun, die Größe gefällt mir. Plastik habe ich nicht so gerne. Ich habe lieber, wenn es wirklich aus Metall ist, feste, solide Stoffe verwendet wurden. Wirkt dann aber auch wertiger. Aber ich habe euch ja im Laufe der Ausgaben immer wieder gezeigt, dass es auch viele Modelle gibt, die komplett aus Plastik sind, aber die so gut verarbeitet wurden, aber auch die Optik so solide ausschaut, dass man kaum das merkt. Und hier ist eigentlich der Fall. Rein optisch gesehen, man könnte tatsächlich denken, das wäre aus Metall. Er ist aus Plastik. Ich kann damit leben an sich, auch wenn ich lieber Metall hätte. Dieses Modell knarzt überall. Die Antennen sind sehr empfindlich. Ich habe Glück gehabt, nichts ist kaputt, alles durfte bei mir. Aber wirklich, Leute, seid vorsichtig. Paintjob gefällt mir hier sehr gut mit dem klingonischen Abzeichen. Stent. Ja. Also in der letzten Ausgabe mit dem remanischen Schiff habe ich es gelobt, dass es butterweich sich befestigen lässt. Perfekt, nicht zu fest, nicht zu locker. Und hier, Leute, ist das mir ein bisschen zu locker. Wenn ich das ein bisschen bewege, seht ihr? Es wackelt wie Espenlaub im Wind. Das ist mir zu unsicher und das gibt auf jeden Fall dicken Punkteabzug. Und gerade weil eben dieses Modell sehr viele Streben hat, hätte man das erst recht aus Metall machen müssen. Das ist auch ein Punktabzug. Und ich würde hier sagen, ich gebe hier von 5 möglichen Punkten 3. Ja, Zeitschrift ist okay, das Modell ist super groß, Verarbeitung ist gut. Also zumindest die Abstände und so weiteres. Aber ja, dieses Billigplastik stört mich schon hier und Stent ist auch hier schlecht. Also ich habe hier wirklich gemischte Gefühle. Aber ich bin trotzdem zufrieden, dass ich das mir erworben habe und dass ich euch das hier präsentiert habe. Ein wirklich sehr seltenes Modell in der Sammlung. Wenn ihr mich fragen würdet, soll ich mir das zulegen? Nun, ich würde sagen, ja, wenn ihr Sammler seid. Versucht euer Glück, aber es ist wirklich sehr selten und das zu bekommen wird schwierig. Nur wenn, dann macht es jetzt. Denn es wird dann irgendwann mal noch teurer werden. Bei eBay zum doppelten Preis dementsprechend verkauft bekommen, was ein bisschen zu heftig ist wiederum. Ich habe damit kein Problem im Laufe der Zeit, dass ein Wert dazu gewinnt. Das sind ja Sammlermodelle, dass du vielleicht 20%, 30% nach 3, 4 Jahren draufschlägst. Oder vielleicht sogar doppelte, wenn aber dann 20 Jahre vergangen sind. Kann ich verstehen, aber zum Teil ist wirklich der Markt so zerrissen, dass du dann gefühlt das kaufst und eBay mit 50%, 70%iger Aufschlag verkaufst. Das gleiche hatte ich in der Battlestar Galactic Raumschiffsammlung, als ich bei der Destination Star Trek war. Da gab es ja auch ein Schiff, die Loki, die ich mir kaufen wollte. Und die wollten mir kackfrech für 90 Euro ein kaputtes Schiff, was neu nicht kaputt, wenn es online bestellt worden wäre, nur 50 Euro gekostet hat, mir andrehen. Da habe ich natürlich, ihr dürft mal dreimal raten, Nein, 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 nein! gesagt. Aber gut, ich schweife zu sehr ab. Nee, an sich,
Das ist meine Meinung, Leute. Was meint ihr? Ihr könnt natürlich gerne in den Kommentaren schreiben. Darauf freue ich mich. Ich würde mich wie immer auf ein positives Feedback von euch freuen. Und natürlich, wenn ihr zum allerersten Mal hier seid, über ein Abo. Bis dann, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Lebt lang und erfolgreich. Kapla!